Herzlich willkommen zu einem weiteren Interview der Reihe Das ADN zu Gast bei. Unser heutiger Gast ist Dr. Karama Diaby, SPD-Abgeordneter aus Halle. Guten Tag, Herr Dr. Diaby. Guten Tag. Herr Dr. Diaby, wir befinden uns hier im Bundestag in Berlin, wo Sie als erster aus Afrika stammender Abgeordneter tätig sind. Zunächst einmal haben Sie in der Hauptstadt Ihres Heimatlandes Senegal Lehramt studiert und sind dann nach Halle-Wittenberg gekommen, um Chemie an der Martin-Luther-Universität zu studieren. Daran haben Sie ein Promotionsstudium angehängt, welches Sie erfolgreich abgeschlossen haben. Wir möchten heute nun mit Ihnen über Ihren Werdegang, Vorteile Ihrer Bikulturalität und über unseren Verein sprechen. Wie bereits eingangs erwähnt, sind Sie zunächst in Afrika, genauer genommen dem Senegal, groß geworden und sind dann als junger Mann nach Deutschland ausgewandert. Daher die erste Frage: Was war Ihre größte Herausforderung auf dem Weg in den Bundestag? Ja, eine der größten Herausforderungen waren, ist definiert zu werden mit den Themen, zu denen man steht, als promovierter Naturwissenschaftler, als Geoökologe, als jemand, der die DDR erlebt hat und die Bundesrepublik Deutschland erlebt hat, mit dieser Palette an Erfahrungen damit in Verbindung gebracht zu werden und da immer wieder zu betonen, dass man da, das ist das, der Erfahrungsschatz, womit auch die Vielfalt der Biografie zu definieren ist, zu erklären ist. Das ist eine Herausforderung, dieser Kampf, diese Herausforderung zu meistern und nicht unbedingt mit der Hautfarbe immer in Verbindung gebracht zu werden und dann nur in eine klischeehafte Darstellung und nur mit der Hautfarbe zu tun hat. Das war eine der größten Herausforderungen. Und wichtig war auch, immer wieder zu zeigen, dass man nicht aufgestellt war aufgrund irgendwelcher imaginären Kriterien, sondern dass man als Sozialdemokrat innerhalb seiner eigenen Partei sich versucht hat, bekannt zu werden in einer Konkurrenzsituation, wo auch Gegenkandidatinnen und Kandidaten gibt, sich zu bewähren durch seine Themen und durch seine Aktivitäten und Ideen und Visionen, die man verfolgen kann. Zusammengefasst geht es darum, in dieser Gesellschaft zu zeigen, was man kann und damit, dass man auch damit identifiziert wird und nicht automatisch mit der Hautfarbe. Sie haben in einem Interview mit den Jungen Sozialen in Sachsen-Anhalt erwähnt, dass das Netzwerken einer Ihrer größten Stärken sei. Können Sie das bitte im Zusammenhang mit Ihrem erfolgreichen Werdegang setzen? Ja, also ich habe immer wieder versucht zu zeigen, dass wenn man etwas erreichen will, kann man das nicht alleine machen. Also es geht immer darum, Verbündete zu suchen. Sei es an der Universität, wo ich spreche, der internationale Studierende war, als auch nach dem Studium als Vorsitzender des Ausländerbeirates der Stadt Halle und dann später Bundesvorsitzender der Ausländerbeiräte, so mit Vertreter von über 4,5 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland, habe ich die Erfahrung gemacht, dass in Netzwerkarbeit können wir die Potenziale, die wir haben, die Erfahrungen, die der eine oder andere hat, unabhängig von Herkunft, unabhängig von Religion, unabhängig von Geschlecht oder regionale Zugehörigkeit, dass wir Potenziale besitzen. Und diese Potenziale können wir nutzen, also nicht immer auf die Schwachstelle desjenigen oder der entsprechenden Organisation zu gucken, sondern immer wieder auf die Stärke zu schauen, was können wir voneinander profitieren. Im Bereich Studierende ist es uns immer gelungen, in Wendezeit zum Beispiel, wo viele Studenten auf mich zugekommen sind, die nicht wussten, wie es weitergeht nach der Wende, dass wir dann gucken, bei welchen Organisationen, die momentan in dem Einigungsprozess oder in dem Umbruchprozess damals da sind, bei welchen Organisationen können wir welche Informationen bekommen und dass wir dann alle zusammentragen, um einfach erfolgreich zu sein, um einfach unsere Situation in Deutschland gemeinsam zu verbessern. Also Netzwerkarbeit in der Vielfalt, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt aus meiner Sicht. Laut einer Statistik waren 2013 13% der in Deutschland lebenden afrikanischstämmigen Bevölkerung Akademiker. Weiterhin findet man in Politik und Wirtschaft vergleichsweise wenig Deutsche mit afrikanischem Hintergrund in Schlüsselpositionen. Woran könnte das liegen
und wie könnte man es zukünftig besser machen? Aus meiner Sicht sind zwei Aspekte, die zu erwähnen sind. Erster Aspekt ist, dass Vorbehalte, Vorurteile, klischeehafte Zusammenspiele von Elementen in Bezug auf Menschen mit afrikanischem Migrationshintergrund, das ist in Deutschland leider immer noch verbreitet. Also wir kennen Ingenieure, wir kennen Ärztinnen, Ärzte, die auch, oder Lehrerinnen, Lehrer mit afrikanischem Migrationshintergrund, die erzählen immer von negativen Erfahrungen, die sie in diesem Land auch machen. Das ist ein Aspekt. Das andere ist, das ist allgemeine Art. Das heißt, dass nicht nur Menschen mit afrikanischem Migrationshintergrund, sondern im Allgemeinen müssen wir leider feststellen, dass die Partizipation von Menschen mit Migrationshintergrund in unserer vielfältigen Gesellschaft, die als Zuwanderungsgesellschaft auch zu definieren ist, dass es immer noch so ist, dass wir haben noch nicht die Partizipation so, wie es sein soll. Beispiele sind in der Politik. Im Deutschen Bundestag sind wir zwar in dieser Wahlperiode von 3,5 auf 5% der Anzahl der Menschen mit Migrationshintergrund, wobei dort mindestens 70% die türkische Migrationshintergrund, das ist ja bekannt. Das ist ja im Bundestag, in den kommunalen Parlamenten in Deutschland haben wir auch immer noch unter 4% Menschen mit Migrationshintergrund. In öffentlichen Dienst ist der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund immer noch verschwindend wenig, sehr, sehr gering. Das heißt, es ist nicht nur ein Problem der Menschen mit afrikanischem Migrationshintergrund, die sind doppelt betroffen, aber im allgemeinen Problem der Gesellschaft, dass wir die Partizipation der Menschen mit Migrationshintergrund in unserer Gesellschaft noch nicht dahin haben, wo wir das uns wünschen. Es ist eine Herausforderung von beiden Seiten, sowohl von der Mehrheitsgesellschaft, diese interkulturelle Öffnung der Gesellschaft muss vorangetrieben werden. Jeder kann seinen Beitrag leisten. Ich bin sicher, die Arbeit, die Sie machen, ist ein hervorragender Beitrag dazu. Nachdem wir über Ihren Werdegang und das Netzwerken gesprochen haben, würde ich jetzt gerne zu unserem Verein, das ADRN, kommen. Wie bereits eingangs erwähnt, ist es unser Ziel, Afrodeutsche sowie Afrika-Interessierte mit Vereinen, Institutionen, Unternehmen zu vernetzen. Deshalb wäre es von jemandem, der Erfahrungen in dem Bereich Netzwerken getätigt hat, interessant zu erfahren, inwiefern unser Verein attraktiv für Unternehmen oder Institutionen oder Vereine wäre. Ja, Forschungsergebnisse haben gezeigt, nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Industrieländern, dass Netzwerke, das Kennenlernen von Netzwerken immer ein großer Faktor ist für den Erfolg von den Einzelnen. Wir wissen ja, dass Menschen mit Migrationshintergrund profitieren sehr wenig von solchen Netzwerken. Familiäre Bindungen spielen schon dabei eine Rolle. Wenn ein Kind in einer Unternehmensfamilie aufgewachsen sind, die Eltern bewegen sich in einen Kreis von Unternehmern, dann sind die Wahrscheinlichkeit für diese jüngere Mensch größer als für einen jungen Menschen mit Migrationshintergrund, der diese Netzwerke nicht hat. Deshalb finde ich solche Organisationen, solche NGOs, auch Organisationen wie Ihre Organisation, verdammt wichtig für die Unternehmer, dass sie Kontakte mit ihnen knüpfen, dass diese Kontakte auch genutzt werden, um einerseits intern für sie jetzt Kontakt zu einzelnen Organisationen zu haben, aber auch, dass die Unternehmer diese Potenziale, die in den NGOs stecken, dass sie das auch für ihre Arbeit nutzen können, denn Mehrsprachigkeit und die Kenntnisse von bestimmten gesellschaftlichen, aber auch soziokulturellen Zusammenhängen sind bei vielen Menschen mit Migrationshintergrund vorhanden und die Unternehmer können davon profitieren. Transkulturelle Zusammenhänge sind besser zu verstehen in diesem Kontext, als wenn jemand in einen anderen Zusammenhang aufgewachsen ist. Lange Rede, kurzer Sinn, ich finde, sowohl für die Unternehmer als auch für die NGOs ist das eine Win-Win-Situation, die immer wieder zu nutzen ist. Die Synergieeffekte, die da sind, die sind von großer Bedeutung. Als Teil einer großen Delegation haben Sie Ende Februar den Außenminister Frank-Walter Steinmeier auf einer mehrtägigen Afrika-Reise begleitet, welche Sie in die Demokratische Republik Kongo, Ruanda und Kenia geführt hat. Dies zeigt, dass Afrika als Handelspartner immer mehr in den Mittelpunkt rückt. Inwiefern, denken Sie, hat Ihre Bikulturalität eine Auswirkung auf diese Reise gehabt? Ja, so bei mir, mein Brust sind zwei Herzen, die da sind. Das heißt praktisch, das eine ist meine Herkunft,
meine Sozialisation in Senegal, bin mit 25 in Deutschland gekommen, die mich dazu führt, dass ich gewisse Empathie für bestimmte Situationen, bestimmte Verständnis für bestimmte Situationen habe und bei den Delegations, also die Gruppen, die wir getroffen haben, Delegationen, sei es Menschenrechtsgruppen, sei es Menschen, die im Bereich Bildung tätig sind, da denke ich, dass dieser Hintergrund, als jemand, der in Senegal groß geworden ist, aufgewachsen ist und auch Universität besucht hat, habe ich eine gewisse Empathie auch für bestimmte Situationen. Zweiter Aspekt ist natürlich meine Brille als deutscher Politiker. Wenn ich in Afrika fahre, man hört ja sehr viele von in den Nachrichten, Situationen in den Ländern, sei es im Bereich Menschenrechte oder auch Wirtschaft. Und da habe ich natürlich eine ganz andere Brille. Also diese Brille ist nicht mehr Empathie, sondern kritische Brille als deutscher Politiker. Was tun wir seit in den letzten Jahren in diesen Bereichen und was hat sich verändert? Und wo sind denn Handlungsbedarfe? Das heißt, in den Gesprächen mit den Abgeordneten, mit Senatorinnen und Senatoren, aber auch mit den NGOs, ist mir dann immer deutlich geworden, dass diese beiden Erlebnisse, diese beiden Erfahrungsbereiche von mir immer geholfen haben, zumindest erleichtert, die Situation zu verstehen und auch zu bewerten. Herr Dr. Diaby, wir sind am Ende unseres Interviews angelangt. Ich möchte mich im Namen des ADHN recht herzlich bei Ihnen bedanken. Nichtsdestotrotz haben wir für unsere Interviewpartner immer noch eine finale Frage. Afrika ist die Zukunft. Ist das in Ihren Augen eine realistische oder doch eher optimistische Aussage? Ich denke, das ist eine realistische Aussage. Und ich als Optimist allgemein kann ich auch sagen, dass ich betrachte den afrikanischen Kontinent als einen Kontinent mit sehr vielen Chancen, sehr viel Potenzial. Wenn ich alleine die Bevölkerungszusammensetzung sehe, in den Ländern, dass man 30% und mehr Menschen, also jüngere Menschen da sind, die auch für die Zukunft dieser Länder auch wirklich wichtig ist, natürlich verbunden mit gewissen Herausforderungen. Das heißt, wie gelingt es den Ländern dort im Bereich Bildung? Viel mehr zu investieren, dass diese jüngeren Menschen nicht als Pulver fassen, sondern als Potenzial für das Land. Und das ist ein Aspekt, den ich auch im Blick habe als Bildungspolitiker, dass wir in unserer Zusammenarbeit mit den afrikanischen Ländern, dass wir das Thema Bildung und insbesondere das Thema berufliche Bildung, dass wir da Aspekte auch aufgreifen und mit den Partnerinnen und Partnern vor Ort die thematisieren und im Mittelpunkt stellen. Ich bin zuversichtlich, sehe, dass wirklich der afrikanische Kontinent große Chancen hat.